Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt geht es um das Aufgebrauch-Video im Bereich Pflege und zwar Teil 1. Und zwar ist das das Aufgebrauch-Video für den Oktober. Ich verlinke euch gerade mal das Aufgebrauch-Video für den Haushalt von diesem Monat gerne oben in der Ecke. Und es ist wieder sehr, sehr viel. Es sind diesen Monat sehr viele Haarprodukte und natürlich wieder Duschprodukte. Und ich würde einfach sagen, weil es so viel ist, starte ich einfach direkt und wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich starte mit Seifen. Und zwar habe ich dort zwei aufgebraucht. Zu einem von Balea, diese Cremeseife Inseltraum mit Maracuja und Fräsenduft. Das war eine Limited Edition jetzt vom Sommer. Die gibt es jetzt nicht mehr, nur noch vereinzelt. Ich mag die ganz gern. Die hat sehr gut gerochen, hat die Hände sauber gemacht. Sie jetzt nicht gepflegt oder so, aber sie waren wie gesagt sauber, die Hände. Und ja, ich mochte die Seife ganz gern. Die roch auch echt gut. Die war von der Farbe her pink. Und ich mag die Balea-Seifen sehr gern. Für den Preis kann man da wirklich echt nichts sagen. Und ja, die ist leer geworden und würde ich mir vielleicht nochmal nachkaufen, wenn es dies nochmal geben sollte. Aber ich müsste dieser Limited Edition jetzt nicht hinterherrennen, weil es immer wieder gute Düfte gibt von Balea, wie ich finde. Dann habe ich noch ein Nachfüllpack aufgebraucht. Und zwar hatte ich die mir schon gekauft gehabt, schon eine ganze Weile her. Und habe die also die Hälfte quasi verwendet schon gehabt. Also ich habe jetzt nicht einen Liter Seife aufgebraucht, sondern hier war die Hälfte schon weg. Und eben nur die andere Hälfte von diesem Nachfüllpack ist jetzt aufgebraucht worden. Und zwar von Isana. Diese Cremeseife Mango und Orange für trockene Haut. Die finde ich echt gut. Die habe ich jetzt auch nochmal da. Die hat mir die liebe Carolina zugeschickt. Ich grüße dich mal ganz lieb. Und ja, ich mochte den Duft sehr gern. Es riecht sehr gut. Ja, es riecht sehr fruchtig, sehr süß. Mag ich sehr gern. Die andere Packung werde ich jetzt, denke ich mal, nächstes Jahr so im Frühling anfangen. Und ja, ich mochte die und die hat die Hände auch nicht ausgetrocknet. Also die Sana-Seifen finde ich echt immer sehr gut. Dann habe ich hier, wie eigentlich immer, meine Zahnbürste einmal von Don't Dent, die Sensitive Super Soft Zahnbürste. Ist einfach das Beste für mein schmerzempfindliches Zahnfleisch und ja, mag ich sehr gern und auch für die Zähne ist es sehr, sehr schön. Und falls ihr da Probleme habt mit schmerzempfindlichen Zähnen und ja, so Kälte, Wärmeempfindlichkeit, dann probiert das mal aus. Und natürlich eine passende Zahnpasta dazu, wo halt so ein bisschen gegen Schmerzempfindlichkeit ist. Und die ist echt gut und kann ich wirklich nur empfehlen. Dann habe ich natürlich auch noch eine Zahnpasta aufgebraucht. Das war jetzt hier von Blendermate die Classic. In der DM Haul Review meine ich, habe ich die euch erwähnt. Das ist eine solide Zahncreme. Die hat gut geschmeckt. Die war nicht scharf, also die hat einfach nur nach Zahnpasta geschmeckt. Das ist so dieser typische Zahnpasta-Geschmack. Nicht minzig, nicht scharf, ein bisschen frisch, aber nichts Besonderes. Ich würde sie mir nachkaufen, weil sie jetzt meine Zähne nicht schmerzempfindlicher gemacht hat. Aber sie war nichts Besonderes und deswegen würde ich mich vielleicht eher dann nochmal durchtesten und irgendeine frischere kaufen. Ja, weil ich einfach frischere Zahnpastas mehr mag und die roch halt einfach nur nach Zahnpasta. Und dann habe ich hier einmal solche Tücher für die Hände und fürs Gesicht aufgebraucht. Die waren jetzt von Isana Kids. Das waren Reinigungstücher mit Apfelduft. Und die mochte ich ganz gern. Die hatte ich jetzt eine Weile lang in der Handtasche drin. Einfach, ja, um mal zwischendurch einen Tisch abzuwischen, wenn man irgendwie unterwegs ist. Oder die Hände oder auch den Mund. Bei uns ist jetzt auch so Messenzeit hier in der Gegend. Also wir waren jetzt schon auf einer Messe und jetzt fangen die ganzen Messen hier eben an. Und ja, da braucht man halt dann öfters mal so Tücher, wenn man mal schokolierte Früchte oder sowas isst. Oder, keine Ahnung, meine Currywurst oder so, dann braucht man das einfach und deswegen, ja, sind die jetzt leer gegangen. Die rochen sehr gut, so nach sehr, sehr schönem grünen Apfel, also sehr angenehm. Ich würde mir die auch wieder nachkaufen, aber es gibt die, glaube ich, jetzt nicht mehr in Apfel, sondern in Kirsch. Die habe ich auch da, die riechen auch toll. Ja, also Nachkaufprodukt definitiv. Dann habe ich hier noch einmal von Deichmann Free and Fun Einlegesohlen. Und zwar sind das hier vier Paar für 2,95. Finde ich nicht ganz so günstig. Aber die habe ich mir halt gekauft damals für meine Arbeitsschuhe. Und die habe ich jetzt halt einfach noch in solche Turnschuhe reingepackt. Die letzten zwei, die hier drin waren. Also ich habe zwei Paar Arbeitsschuhe gehabt. Und ja, die mochte ich so ganz gerne. Also die haften sehr gut. Und man rutscht nicht so im Schuh rum, wenn man die drin hat. Und ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber dann wirklich nur für die Arbeitsschuhe, weil sonst finde ich sie zu teuer. Für so normale Schuhe, für den Alltag finde ich die zu teuer. Dafür wenn ich dann zum Beispiel von Balea die frische Sohlen in Größe 39, 41, also ich habe 41,
Und ja, die sind jetzt eben mit so einem frischen Duft. Und das war, wie gesagt, die weißen. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind das die weißen Sohlen. Da sind 8 Paar immer drin. Und ich mag die ganz gern. Also die kleben schön, die riechen sehr frisch. Und dann hatte ich mal von Rossmann von Fußwohl ein paar mir gekauft in der Probenabteilung. Frische Sohlen, Größe M 3941. Und hier war ein paar drin, auch in weiß. Ich muss sagen, vom Ding her sind sie genau gleich. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die von Fußwohl nicht so gut haften und nicht so frisch riechen wie die von Balea. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr hin und her rutschen. Dann habe ich hier einige Handcremes, und zwar zu einem von Essence, diese Winter Wonderful Handcreme. Das ist ein Handbalsam gewesen und der war aus der Limited Edition, ich glaube aus letztem Jahr. 100 ml waren enthalten und ich habe sie aufgeschnitten, weil die Pflege sehr gut war. Vom Duft her hat sie mir wirklich nur zugesagt. Also ich war mal für ein halbes Jahr auf einer Berufsschule und da unsere Lehrerin hatte ein Parfum, was genau so roch. Also wirklich genau so. Und ich finde das furchtbar. Ich mochte den Duft gar nicht, aber wie gesagt, die Pflege war sehr gut. Deswegen habe ich es aufgebraucht. Aber nachkaufen will ich die mir auf keinen Fall. Ich habe die damals im Ausverkauf gekauft. Da fand ich es jetzt okay. Aber wenn die nochmal so rauskommen sollte mit diesem Duft, würde ich es mir definitiv nicht nachkaufen. Dann hatte ich auch schon ein bisschen länger im Angebrauch von Douglas I Love Raspberry and Blackberry. Das ist eine Handlotion und die riecht sehr, sehr fruchtig, sehr süß. Hat nicht so eine starke Pflege. Die habe ich dann einfach gern verwendet, bevor ich irgendwo hingegangen bin, dass einfach die Hände so ein bisschen riechen und eben so ein bisschen weicher sind. Ja, wie gesagt, eine spezielle Pflege hatte die nicht. Ich mochte den Duft. Das muss ich wirklich sagen. Der Duft war sehr angenehm. Aber es war jetzt wirklich nichts Spezielles. Also ich würde die mir nicht nachkaufen. Jetzt für den Winter, für den Sommer vielleicht irgendwie nochmal eine fruchtige Richtung oder so von I Love. Ich glaube, das gibt es auch noch im Douglas, wenn ich mich nicht irre. Und die mag ich sehr gerne. Also die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Genau. Dann habe ich von Frutini noch eine Handcreme aufgebraucht. Das war die My Easy Going is Watermelon. Ja, hier waren, ich meine, 50 ml. Genau, 50 ml drin. Ich fand die ganz okay. Ich mochte den Duft sehr gern. Aber ich finde, die Frutini-Handcremes sind von der Pflege her nicht so gut. Also, ich habe jetzt im Moment keine mehr von Frutini da. Würde mir auch keine mehr nachkaufen an Handcremes, weil ich echt die Pflege nicht so berauschend fand. Dann habe ich hier zwei von Isana. Und zwar einmal die Handcreme Pinky. Da war der Duft nicht so mein Fall. Das war eine Limited Edition für trockene Haut. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es roch sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Sehr blumig penetrant. Als ich im Rossmann dran gerochen habe damals, hat sie nicht blumig gerochen, sondern eher so ein bisschen fruchtig. Aber dann, wenn man sie verwendet hat, roch sie schon so ein bisschen blumiger und nicht mehr so ganz fruchtig. Deswegen mochte ich die nicht. Von der Pflege her war sie okay. Die zieht halt sehr schnell ein, was ich immer sehr gerne am Computer eben habe. Ja, für den Sommer einfach, dass es nicht so klebrig ist und dass dann nicht die Tastatur und die Maus alles klebrig ist. Und ja, genau. Und auch am Computer hatte ich von The Project MT die Isana Young Handcreme Joy. Das ist eine Limited Edition und ja, die mag ich sehr, sehr gern. Die riecht wirklich super lecker. Ja, die riecht sehr fruchtig, sehr süß. So ein bisschen nach Buttermilch. Ja, also die mochte ich echt, echt gern und ja, kann ich nur weiterempfehlen. Also wenn ihr eine Handcreme sucht, die gut riecht und die Hände pflegt, aber trotzdem schnell einzieht, dann schaut euch die Isana Young Handcremes mal an. Die Pflege ist jetzt nicht berauschend, aber so für den alltäglichen Gebrauch ist die ganz okay, wenn ihr jetzt nicht so trockene Hände habt. Dann mache ich weiter mit zwei Sachen, die aus NLE stammen. Und zwar von Alterra aus der Fruity Spa Limited Edition. Das war eben so eine Limited Edition rund um die Handpflege. Und da gab es halt so Handmasken und Handöl. Und da gab es hier halt auch eben Handpeeling und Handcreme mit Bio-Heidelbeer und die roch so gut. Da hatte ich das Handpeeling zweimal, die Handcreme einmal, weil die Handcreme war wirklich super ergiebig. Und ihr seht auch hier, diese Handcreme habe ich hier für den Sonderpreis 1,99 eben gekauft und riecht wirklich super schön, blaubeerig. Das Handpeeling roch schon so ein bisschen eben nach Alkohol. Ja, ist doch der zweite Inhaltsstoff. Die Handcreme fand ich ganz gut. Ja, würde ich mir
glaube ich, jetzt so direkt nicht nachkaufen, weil es jetzt nichts Besonderes war. Also so. Genau, dann habe ich hier ein Fußpflegeprodukt tatsächlich nur aufgebraucht. Ja, da war ich diesen Monat nicht so fleißig, aber jetzt wird es auch langsam echt wieder kühler. Und ja, ich habe ja auch noch eine Fußcreme mit Project Empty, die ich jetzt am Aufbrauchen bin, ist jetzt bald leer. Ich denke, die geht heute Abend leer, wenn ich mir auf die Füße eincreme. Und ich habe jetzt aber zwischendurch eben immer mal noch diesen Schrundenschaum von Balea verwendet, dass er einfach leer geht. Weil, ja, es wird jetzt langsam kühler und da ist so ein Schaum nicht so angenehm, weil es halt schon relativ kalt aus der Verpackung rauskommt. Das war jetzt für stark verhornte und sehr trockene Haut. Ja, mit Urea und Shea Butter vom Duft her war es gut. Und damals habe ich mich eben entscheiden müssen zwischen dem Schaum und der Creme. Und dass der sehr warm war, habe ich mich eben für den Schaum entschieden. Jetzt so rückblickend muss ich sagen, der Schaum war doch pflegend, aber ich habe keine nachhaltige Wirkung gemerkt. Also es hat nicht irgendwie jetzt ein paar Tage oder so, wenn ich das einmal eingecremt habe, hatte ich jetzt nicht 2 Tage oder so das Gefühl, dass meine Füße trotzdem gepflegt sind, sondern musste halt immer wieder nachlegen. Das fand ich ein bisschen schade, deswegen würde ich mir da eher die Salbe kaufen. Die soll auch besser sein, habe ich gehört. Dann habe ich einiges aufgebraucht zur Rasur. Und zwar zu einem meine Rasierklinge von Wilkins & Swart Intuition Ultra Moisture. Das war jetzt die mit Kokos und Mandel. Also diese Rasierklinge, die riecht sehr, sehr gut. Und ich kann die auch nur weiterempfehlen. Also die riecht echt toll. Die ja, ist eine meiner liebsten Duftrichtungen von den Rasierklingen. Da gibt es ja noch Shea Butter und Aloe Vera. Aloe Vera kann man wirklich, also zumindest bei mir, in die Tonne kloppen, weil das riecht auf meine Haut einfach echt eklig. Da habe ich jetzt noch eine hier, weil ich die mir wieder gekauft habe. In diesem Dreier-Set, wo halt 3 verschiedene drin sind. Weil es bei uns im Rossmann nur die mit Aloe Vera gibt oder eben dieses Dreier-Set. Deswegen habe ich mich dann fürs Dreier-Set entschieden. Dann habe ich hier einmal, tut mir leid, sehr auseinandergerissene Einwegrasierer vom Balea. Hier waren 8 Stück drin mit 3 Klingen. Ja, ich fand die ganz gut. Die verwende ich ab und an für meine Beine, wenn ich ja beispielsweise vergessen habe, die Klinge zu wechseln an meinem Rasierer. Das passiert mir öfters und dann ja, verwende ich einfach öfters auch mal so Einwegrasierer, bis ich dann irgendwann dran denke, die Klinge zu wechseln. Und ja, also einmal die aufgebraucht. Da habe ich jetzt noch 2 Stück da, aber ich fülle die immer um. Deswegen, ja, also einmal das. Dann einmal von Netto, Pure and Basic, die Einwegrasierer Grace. Das waren 10 Stück, die sind nur mit 2 Klingen versehen. Und die benutze ich nur für die Achseln, weil ich mich mit 2 Klingen Einwegrasierern einfach grundsätzlich immer schneide. Ist egal von welcher Firma. 2 Klingen Einwegrasierer sind einfach Rasierer, mit denen ich mich echt oft schneide. Und deswegen, ja, würde ich die jetzt so nachkaufen. Aber ja, dann eher vielleicht die von Balea, wo nur 5 Stück drin sind und nicht gleich welche, wo 10 Stück drin sind. Aber so waren die auch gut, die waren auch schön scharf. Und dann ein Produkt, was ich zwar mochte, was ich mir aber nicht nachkaufe, und zwar die Enthaarungscreme von Balea mit Aprikosenöl und Mandelöl für empfindliche Haut. Ja, das war so ein Produkt, das habe ich mir gekauft im Sommer für meine Achseln hauptsächlich, weil da einfach, wie ich finde, die Haare am schnellsten wachsen irgendwie durch die Wärme, die da ja entsteht. Und deswegen ja, habe ich die eben da verwendet, dass einfach die Haare länger wegbleiben. Und ich muss sagen, es hat auch gut funktioniert, aber es war mir echt zu blöd, denn du musst das halt einschmieren, dann 5 bis maximal 10 Minuten einwirken lassen und dann mit dem Spatel entfernen und nur mit klarem Wasser nachspülen. Das heißt, du musstest quasi erst duschen gehen, dann hier dieses stinkige Zeug auf deine Achseln schmieren und dann erst, ja, musstest du erst nochmal die Achseln quasi mit klarem Wasser ausspülen. Und manchmal hat das halt dann echt noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nach dieser Creme einfach gerochen, auch wenn man es mit Wasser eben abgespült hat. Und ja, es riecht echt richtig nach Chemie, also ich würde mir sowas nicht mehr nachkaufen. Ja, dann rasiere ich lieber jeden Tag meine Achseln, weil das ist echt schon eine Chemiekeule. Ich wollte es mal ausprobiert haben, aber ich fand es jetzt nicht so gut. Dann mache ich weiter mit Lippenpflege, da habe ich 4 Stück aufgebraucht, da war ich relativ fleißig. Und zwar zu einem von Lipsmaker 2, einmal in Bananen, einmal in Kiwi. Die fand ich sehr schön. Also die haben beide sehr gut gerochen und sehr natürlich. Den Kiwi hatte ich schon mal. Den hatte ich mal in meiner allerersten Glossy Box Young. Und den Banane habe ich mir mit noch 7 weiteren in einem Set bestellt auf Amazon. Genau, also die 2 einmal aufgebraucht.
Das waren aber eher so Sachen, die ich zwischendurch verwendet habe. Die waren jetzt auch sehr lange im Angebrauch, weil ich einfach nicht finde, dass die so eine große Pflegewirkung haben. Dann von Yves Rocher habe ich hier noch aufgebraucht, den in würzige Vanille. Den fand ich sehr, sehr schön. Der roch sehr gut. Der hat die Lippen auch weich gemacht. Ist jetzt noch ein bisschen was drin, aber ich habe den jetzt als letztes für ein Do-It-Yourself verwendet und ja, das sieht schon sehr verratzt aus. Deswegen kommt der jetzt weg. Ich fand den ganz gut. Den gibt es dieses Jahr jetzt nicht mehr. Dieses Jahr gibt es andere Varianten, aber ich mochte den sehr gern und falls er nochmal rauskommen sollte, werde ich mir den auch nachkaufen. Und dann habe ich hier von Aveo noch den Pflaumentraum. Den fand ich auch sehr schön. Der war auch im Project Empty drin. Und ja, ihr seht, komplett leer. Ich mochte den sehr gerne. Zu einem sortiere ich erstmal aus, dieses Evelyn Gesichtspeeling Massagepad. Das habe ich schon echt lange hier. Und ja, man soll das ja regelmäßig austauschen. Einfach auch, weil sich da Bakterien ansammeln können. Und deswegen kommt das jetzt einmal weg. Genauso wie meine Gesichtsreinigungsbürste. Ich habe ja diese elektrische Reinigungsbürste von Revival Loop, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Da hatte ich eben den jetzt drauf, auch schon ja so gute 3 Monate. Deswegen kommt der jetzt ebenfalls weg, weil ja, den sollte man auch öfters mal austauschen. Und da ich da noch 3 Köpfe da habe, ist das jetzt nicht so schlimm und die sind auch nicht allzu teuer. Dann habe ich hier 4 Reinigungsprodukte aufgebraucht. Zu einem meine heißgeliebte Balea sanfte Waschcreme mit Mandelöl für trockene und sensible Haut. Die kaufe ich mir eigentlich immer wieder nach. Die kaufe ich mir ungefähr so zweimal im Jahr nach, weil ich sie immer nur so, wenn es kühler ist, verwende. Also ich habe sie jetzt eben einmal aufgebraucht. Ich habe das so angefangen, als es so ja langsam so angefangen hat, dass es öfters mal regnet und dass es abends halt schneller dunkel wird und schneller kühler, habe ich das einfach gern verwendet und ich mag den Duft, ich mag die Pflege, ich finde das echt, echt toll und ist mit einer meiner liebsten Produkte von Balea, muss ich wirklich sagen. Und die Pflege ist sehr schön, es ist so eine Creme, die habe ich wirklich gern unter der Dusche halt stehen, weil ich finde, dass gerade wenn es kühler ist und man dann in die Dusche steigt und man heißes Wasser hat oder warmes Wasser hat, dass dann die Haut noch schneller austrocknet und dafür verwende ich dann einfach gern diese Waschcreme, die ist sehr, sehr pflegend meiner Meinung nach. Nimmt auch gut Make-up ab, habe ich zumindest gehört. Also kann ich jetzt nicht genaueres darüber sagen. Aber ich finde die sehr gut und wie gesagt, würde die mir auch immer wieder nachkaufen. Muss ich jetzt auch bald tun, denn ich habe nur noch eine kleine da von Revival Loop und dann habe ich keine Reinigungsmilch mehr da oder allgemein nichts mehr so Pflegendes. Zwar noch Peelings und Waschgel, die jetzt für normale Haut oder so sind, aber ich habe gern so was Cremiges hier jetzt so für den Herbst und den Winter. Dann von Alverde das Aqua Waschgel Meeresalge für normale Mischhaut. Finde ich sehr gut. Es riecht sehr angenehm. Es trocknet die Haut nicht aus. Es verursacht aber auch keine Pickel. Und ich muss sagen, es ist ein solides, gutes Waschgel. Das habe ich euch, meine ich, auch in der Review gezeigt. Übrigens, die Review kam jetzt erst vor ein paar Tagen online. Deswegen wundert euch nicht, wenn die Sachen schon leer sind. Denn ich habe das Review-Videos, beziehungsweise die Review-Videos vorgedreht. Also da bitte nicht wundern. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe innerhalb von ein paar Tagen jetzt die Produkte aufgebraucht, habe ich nämlich nicht. Und das ist auch für normale Mischhaut. Ja, also ich würde es mir nachkaufen, wenn ich mal nichts anderes finden sollte in der Drogerie. Aber ich habe da keinen großen Effekt gemerkt. Also ich habe schon gemerkt, meine Haut ist sauber, aber ich habe nicht gemerkt, dass sie jetzt irgendwie reiner wird oder sie irgendwie nicht mehr so schnell nachfettet oder so. Es war ein Waschgel, wo man verwenden konnte, aber es ist jetzt kein spezielles Produkt, was jetzt so toll ist, dass ich es unbedingt noch mal brauche. Dann noch von Essence ein Reinigungsgel. Das ist das Soft Cleansing Gel bzw. das sanfte Reinigungsgel mit Gurkenextrakt und Zitronenöl für normale Haut. Ja, ich muss sagen, ich fand es gut. Es hat gut gerochen, es hat die Haut nicht ausgetrocknet, hat die Haut aber schon gut sauber gemacht. Man hatte halt so ein quietschsauberes Gefühl. Die Haut hat schon so ein minimal gespannt, aber ich finde das sehr gut. Es riecht sehr angenehm. Ja, es riecht wirklich sehr angenehm. Und ich würde es mir auch definitiv nachkaufen, weil ich fand es echt gut. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war auch pH-hautneutral, was natürlich sehr schön ist für die Haut. Und sollte man morgens und abends verwenden. Ich habe es meistens nur morgens verwendet, weil es sehr, sehr frischer Duft auch war. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Und danach habe ich auch gerne mal Masken aufgetragen, weil ich das sehr schön fand. Und dann auch aus dem Project MD, dieses Neutrogena Visibly Clear 2-in-1 Reinigung und Maske. Ja, das fand ich gut. Ich habe das dann, also am Anfang habe ich es für mein Gesicht verwendet, habe da auch einen Effekt gemerkt und nach einer Weile habe ich einfach keinen Effekt mehr wahrgenommen.
Und dann habe ich es aufgebraucht für meine Arme. Da habe ich ja, wie ihr wisst, Unterlagerungen, die schon sehr, sehr viel besser geworden sind. Und ja, da habe ich das dann verwendet. Für die Arme würde ich es mir nachkaufen, aber dafür ist es mir einfach zu teuer, weil das ist halt auch eine größere Fläche wie das Gesicht für beide Arme. Geht das dann auch relativ schnell leer und Neutrogena ist ja nicht so günstig. Aber wenn ihr was Gutes sucht für euer Gesicht, dann probiert das mal aus. Vielleicht hilft es bei euch. Habe ich eben gern als Reinigung und Maske verwendet, deswegen zeige ich es jetzt hier. Und ja, fand ich sehr angenehm. Dann habe ich hier Reinigungstücherpackungen, drei Stück. Da waren aber, muss ich sagen, zwei gleichzeitig auf, die letzten Monate schon beide gleichzeitig in Angebrauch waren. Also ja. Und zwar zu einem von Nivea, die Creme-Pflege-Reinigungstücher. Mochte ich erstaunlicherweise echt gern, weil normal bin ich ja nicht so der Nivea-Fan, was diese Standard-Nivea-Reihe angeht, mit diesem Standard-Nivea-Duft eben. Aber die fand ich schon echt gut und die hat wirklich echt die Haut weich gemacht, obwohl es eben Reinigungstücher sind und hat echt schön gerochen, also nach der Nivea-Creme. Und dann auch noch letzten Monat eben angefangen waren die Balea Pflegenreinigungstücher. 3 in 1 mit Mandelöl und das ist auch für trockene, sensible Haut. Das ist aus der gleichen Reihe wie die Waschcreme, die ich euch gerade gezeigt habe. Liebe ich ebenfalls, kann ich nur weiterempfehlen. Riecht sehr gut, macht die Haut weich, trocknet die Haut nicht aus. Ist jetzt keine so intensive Pflege und die sind jetzt auch nicht so krass feucht, dass man es jetzt wirklich zum Make-up entfernen verwenden könnte. Vielleicht, wenn ihr nur eine BB-Creme oder so tragt und wasserlösliche Wimperntusche, dann funktioniert das aber bei. Vielleicht in der Foundation und Wimperntusche und einem starken Augen-Make-up funktioniert das vielleicht nicht mehr so gut. Ich liebe den Duft und kaufe die mir definitiv nach. Habe die jetzt im Moment nicht hier, weil ich noch zwei von den klärenden da habe und zwei von den mit diese Limited Edition, mit dieser Box. Und ja, aber so waren die echt gut und kaufe ich mir, wenn ich auf Reha gehe, definitiv nach, weil da brauche ich einfach Reinigungstücher, auf die ich mich verlassen kann. Denn ich hatte diesen Monat nämlich noch welche. Die haben mir gar nicht gefallen. Die waren von Isana Yang, die Reinigungstücher mit Pfirsichduft. Und ich habe mich super darauf gefreut, weil ich eigentlich ein sehr, sehr großer Pfirsich-Fan bin. Und ich auch so eben die Aufmachung so schön fand und eben das mit diesem Plastikverschluss. Aber die rochen irgendwie gar nicht so angenehm. Also ich mochte die nicht so gern. Ich habe die dann im Nachhinein auch immer nur verwendet, um meinen Tisch abzuputzen. Also mein Schreibtisch, weil es mich einfach genervt hat auf der Haut. Dann habe ich hier einmal. Beziehungsweise nicht einmal, sondern ich glaube, das sind 17 oder 19 Proben von der Kneipp leichten Gesichtspflege Mandelblüten Hautsaat für sensible Haut. Die hatte ich ja ganz, ganz oft bekommen und habe die jetzt in den Tiegel umgefüllt und wollte euch einfach die Teile zeigen. Wie gesagt, sehr, sehr oft habe ich die hier und ne, also ihr seht, es sind sehr, sehr viele. Ich kann die euch weiterempfehlen, wenn ihr eine Mischhaut habt, die auch tendenziell trocken ist. Weil die ist sehr leicht von der Pflege her, überfettet die Haut nicht. Und ich mag die sehr gerne. Dann noch eine Gesichtscreme von AOC, die mattierende Tagespflege mit weißem Tee. Die hatte ich jetzt auch sehr, sehr lange im Angebrauch. Und die roch sehr angenehm. Die hatte ich eben jetzt so über den Sommer hier. Und die habe ich mir mal im Angebot bei Rossmann gekauft. Riecht himmlisch nach so, ja, so weißem Tee, also sehr frisch. Das soll eben eine mattierende Pflege sein und ich muss auch sagen, es hat wirklich gut mattiert. Für den Sommer war es wirklich schön. Wenn ihr jetzt eine, ja, ölige Haut habt, ist es vielleicht einfach. Ich glaube, da findet man nicht wirklich irgendwas, wo den ganzen Tag mattiert. Aber ich mochte die sehr gern und die ist halt wirklich leer. Ich zeige es euch mal. So sieht die aus. Am Rand ist jetzt noch ein bisschen was, aber da bin ich jetzt einfach auch zu faul zu. Und ich brauche jetzt halt einfach auch mittlerweile schon was Reichhaltigeres und verwende im Moment die Balea Tagescreme mit Urea drin, die ist sehr, sehr gut. Die vertrage ich super und ich habe ein super schönes, gepflegtes Gesicht einfach und habe keine trockenen Stellen. Also die kann ich empfehlen. Die von AOC war auch gut, für den Sommer auch definitiv nachkaufenswert, wenn ich bis dahin nicht irgendwas anderes finde, wo ich vielleicht schön finde. Dann von Bübchen die Gesichtscreme Freches Früchtchen, das war mit Erdbeer- und Kirschduft. Die mochte ich super gern, die riecht echt gut, die habe ich jetzt aber auch schon echt lange im Angebrauch gehabt. Muss sagen, ich habe die immer nur für ganz, ganz trockene Stellen verwendet, weil die wirklich sehr schmierig und sehr pappig war auf der Haut. Habe ich dann auch mal so, ja, für mein Dekolleté verwendet, dann morgens gleich, dass es einfach über den Tag hinweg einziehen kann. Und ja, ich mochte das. Also ich kann das nur empfehlen und ich würde es mir jetzt direkt nicht nachkaufen, weil man auch trockene Stellen mit einer richtig guten Feuchtigkeitscreme wegbekommt. Aber so, vielleicht wenn ihr Kinder habt, probiert das mal aus, wenn die vielleicht trockene Gesichtshaut haben. Also das war echt schön.
Dann von Love Me Green die Regenerating Day Face Cream. Das war mit Granatapfelöl. Das war eine Tagescreme eben. Das ist, glaube ich, die Naturkosmetik-Marke von Vitamin, wenn ich mich nicht irre. Und ich muss sagen, der Duft fand ich okay. Aber ich habe die einmal auf dem Gesicht verwendet und sie war mir definitiv... Ich weiß nicht, ob es die Inhaltsstoffe sind. Ich habe leichte Pickelchen davon bekommen. Und dann habe ich es eben für mein Dekolleté verwendet. Da fand ich sie sehr gut, sehr pflegend und ja, kann ich nur weiterempfehlen. Also ich mochte die sehr gern. Schaut die euch mal an. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie teuer die ist. Also die habe ich von der lieben Ilona zugeschickt bekommen. Ich grüße dich mal ganz lieb, falls du das Video siehst. Und ja, aber ich mochte die echt gern. Also kann ich nur weiterempfehlen eigentlich soweit. Und dann von Isana Young noch das extra starke Anti-Pickel-Gel. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Das war das aus dem Project Empty. Und das, was mir die liebe Carolina zugeschickt hat, habe ich meiner Schwester gegeben. Und ja, weil ich eben noch zwei Sachen hier habe für Pickel und ich das jetzt nicht so gut fand. Das ist eine fettige, unreine Haut. Und ich habe nun mal eher eine Mischhaut-Tendenz zu fettig im Sommer, Tendenz zu trocken im Winter. Und da war das ein bisschen zu stark. Also ich hatte schon das Gefühl, dass meine Haut so ein bisschen... ja, kaputt gegangen ist durch dieses Produkt. Dann zeige ich euch noch ganz, ganz schnell die Bodylotions, die ich diesen Monat aufgebraucht habe. Das ist auch wieder relativ viel geworden, was mich freut, weil ich habe echt noch ewig viel hier. Einmal von Isana dieses Body Spray Lady Lemon in Mr. Mint. Das war ein Body Spray von Rossmann. Ich wollte das ganz gerne, habe es aber eher so als Raumspray verwendet, wie als Body Spray, weil ich Body Sprays allgemein nicht so angenehm finde, obwohl ich mir immer wieder welche nachkaufe. Aber ja, da bin ich auch hier so ein kleines Verpackungsopfer gewesen. Das habe ich mir damals gekauft für die Rossmann Haul Challenge mit der lieben Tabea. Und ja, ich mochte das sehr, sehr gern und vom Duft her. Würde es mir aber nicht nachkaufen, weil ich eben so Body Sprays allgemein eher nicht brauche. Weil ich, wenn ich mich erfrischen will, einfach ein Wasserspray nehme und nichts mit Duft, weil ich das dann immer so ein bisschen unangenehm finde im Sommer, wenn man sich dann... vielleicht auch schon auf die leicht schwitzelige Haut oder so oder auf die Sonnencreme-Haut noch was sprüht mit Duft. Das finde ich nicht so angenehm. Dann zwei Bodybutter und zwar einmal von Isana Young, die Bodybutter Wild Berries mit beerigem Duft. Die mochte ich sehr gerne, also die riecht sehr angenehm. Und ja, die roch echt gut, die roch sehr fruchtig, sehr süß. Ich kann euch die auch mal zeigen, die ist jetzt, ja, es ist ein bisschen was noch drin, aber ich bin es jetzt einfach leid. Weil ich will jetzt einfach keine so Bärendüfte mehr nehmen, sondern irgendwas Schönes, so Winterherbstliches und ja. Ja, ich fand die gut. Von der Pflege her war sie okay. Ich denke, für den Winter ist sie zu wenig. Für den Herbst war sie jetzt aber okay. Und ich würde die mir, wenn sie nochmal rauskommt, glaube ich, eher nicht nachkaufen, weil es immer sehr, sehr viele schöne neue Sachen gibt. Aber falls ihr die noch zu Hause habt, könnt ihr die noch gut verwenden. Und einmal von Aveo die Body Butter Tropical Dream mit Shea Butter und Kakaobutter für trockene Haut. Die sieht so aus mit diesen Vögeln drauf. Sehr, sehr schön. Und ja, da ist auch noch ein bisschen was drin, wie ihr sehen könnt. Hier kann ich den Duft nicht deuten. Also es riecht sehr cremig, aber auch so ein bisschen nach Kakaobutter, aber auch so ein bisschen fruchtig und süß. Ja, ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Also ich fand sie jetzt so ganz okay. Würde die mir aber nicht nachkaufen, weil es jetzt vom Duft her nichts Berauschendes war. Die Pflege war auch jetzt nicht so prickelnd. Und was ich bei den Aveo Body Butter immer wieder feststellen muss, ist, dass die Konsistenz sehr schmierig ist und auch nicht so wirklich einziehen möchte. Deswegen, ja, würde ich die mir allgemein nicht nochmal nachkaufen. Dann eine von Rossmann Wellness and Beauty Körperlotion Himmelhoch Glücklich mit Mango- und Papaya-Extrakt. Habe ich letztes Jahr zusammen mit dem passenden Duschgel, was ich auch aufgebraucht habe, das seht ihr dann im zweiten Teil. Ja, habe ich das eben im Geschenkset bekommen zu Weihnachten. Und ich habe das jetzt eben mit dem passenden Duschgel eben zusammen aufgebraucht und auch zwischendurch mal verwendet. Und ich habe es dann, als ungefähr noch, ja, so viel drin war, habe ich es dann unter der Dusche verwendet, weil es einfach, es kam einfach aus dem Pumpspender nichts raus. Ich habe es dann umgekippt und rausgeschüttelt und ein bisschen mit Wasser verdünnt und so als In-Dusch-Body-Lotion quasi zweckentfremdet, weil einfach nichts mehr rauskam und die war halt relativ teuer, auch im Set. Ich glaube, 10 Euro hat das Set mit Duschgel und Body-Lotion gekostet oder 8, ich weiß es gar nicht genau. Ja, und deswegen habe ich es dann eben jetzt komplett aufgebraucht. Der Duft ist sehr, sehr süß. Die Bodylotion will ich mir nicht nachkaufen. Das Duschgel habe ich jetzt noch einmal da. Aber ich denke auch, dass wenn das Duschgel leer ist, dass ich es mir nicht nochmal kaufen würde. Denn es ist wirklich sehr süß und ich hatte das jetzt eben zweimal.
Dann suche ich mir vielleicht eine andere schöne Sorte aus, die vielleicht so ein bisschen wärmer riecht jetzt für den Herbst. Muss ich mal schauen, was es da im Moment so gibt. Dann zwei kleine Pröbchen, die mussten halt auch langsam mal weg. Und zwar zu einem von Douglas von I Love Mango und Papaya. Also ihr seht, ich hoffe, dass ihr es seht. Also es ist so ein bisschen sehr hell. Da ist nur noch sehr wenig drin. Also ich habe das jetzt auch nicht mehr rausbekommen. Sie riecht sehr, sehr gut. Die hat die Haut auch relativ gut gepflegt für so ein Produkt von Douglas. Ja, sie roch auch angenehm, so sehr cremig nach Mango und Papaya. Ich würde die mir auch nachkaufen, aber ich habe halt einfach echt noch so viel Bodylotions da, dass ich mir nur die nachkaufe, wo ich echt gut finde und wo ich weiß, sie sind limitiert oder gehen aus dem Sortiment. Da gehört jetzt die nicht dazu, aber falls ihr den Duft mögt, ihr könnt ja mal bei Douglas vorbeischauen, könnt ihr euch die gerne mal angucken und auch mitnehmen. Also von der Pflege her war sie echt gut. Und dann hat meine Schwester mir gegeben von Dermacare eine kleine Body Milk in Sensitive. Das hat sie aus einem Hotel mitgenommen. Und ja, also da ist jetzt nicht mehr viel drin, aber es ist halt jetzt, weil es eben in der Tasche noch drin war, die Aufgebrauchtüte ist, das ist halt so ein bisschen an den Rand gelaufen. Ich mochte den Duft echt, echt gerne. Gibt es halt so nicht zu kaufen, aber falls ihr mal irgendwann in ein Hotel gehen solltet, wo diese Marke führt, dann nehmt euch da zwei mit oder so. Die ist echt gut und die ist sehr leicht jetzt noch gewesen. Deswegen musste sie jetzt auch langsam mal weg. Und dann habe ich noch so eine kleine Pflegecreme von Balea hier. Das ist die Pflegecreme Best Wishes mit Orangen- und Grapefruit-Duft. Die sieht hier so aus. Die roch echt gut. Die habe ich ja gern eben halt mal für mein Dekolleté verwendet, mal für meine Hände zum Eincremen, mal für meine Schienbeine, als sie trocken waren. Also immer so, ja, so ein bisschen für alles eigentlich. Man kann die auch für die Lippen verwenden, da habe ich es auch mal probiert, fand ich angenehm. Also man darf da natürlich nicht so viel nehmen wie von der Kaufmannshaut- und Kindercreme, weil die ist relativ flüssig hier, diese Pflegecreme mit Orangen- und Grapefruitduft. Ich habe jetzt noch da in Veilchen und Fräse, die bin ich jetzt am Aufbrauchen, weil es jetzt zwei neue gibt, die mich sehr interessieren. Mit Papaya Pfirsich und Kokos und Lilienduft, glaube ich. Die interessieren mich sehr, weil ich die Düfte einfach sehr ansprechend finde. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade am Aufbrauchen der anderen Creme. Die gehen auch relativ schnell leer, wenn man sie dann ein paar Mal für den Körper verwendet. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Ich verlinke den euch auch einmal gerade oben in der Ecke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut und bis bald. Ciao!